TUS bitten, sich zu äußern. Danke, danke Preben. Guten Tag. Gestern Abend haben die Staats- und Regierungschefs über die Erweiterung gesprochen. Eine große Mehrheit wollte Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien beginnen. Aber wir brauchen ja Einstimmigkeit für eine solche Entscheidung. Und es gab keine Einstimmigkeit gestern Abend. Deswegen wird die Europäische Union vor dem Zagreb-Gipfel im Mai 2020 noch einmal auf dieses Thema zurückkommen. Ich möchte hier ganz offen sprechen. Nordmazedonien und Albanien haben keine Schuld an dieser Situation. Im Bericht der Kommission heißt es ganz klar, dass beide Länder das getan haben, was man ihnen aufgetragen hat. Die Verabschiedung des Prespa-Abkommens war ja eine außergewöhnliche Errungenschaft. Also beide Länder haben das Recht, die Beitrittsverhandlungen mit der EU ab heute eigentlich zu beginnen. Sie sind bereit. Leider gab es einige Mitgliedstaaten, die noch nicht so weit waren. Und deswegen haben wir es nicht geschafft, eine positive Entscheidung zu fällen. Ich persönlich finde, das war ein Fehler. Aber ich werde jetzt weiter dazu nichts sagen. Heute müsste ich den Freunden in Nordmazedonien und Albanien eine Botschaft übermitteln. Bitte geben Sie nicht auf. Wir verstehen, dass Sie enttäuscht sind. Denn Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, wir haben unsere nicht gemacht. Die EU ist ein sehr vielschichtiges Gebilde. Es ist schwierig und manchmal dauert es wohl zu lang, eine Entscheidung zu finden. Aber ich zweifle nicht daran, dass Sie irgendwann Vollmitglieder der Europäischen Union werden. Heute haben die Führungsspitzen auch gesprochen über die Prioritäten der neuen Kommission. Die gewählte Präsidentin Ursula von der Leyen war dabei und wir haben gesprochen über den künftigen EU-Haushalt. Es war eine wichtige Diskussion, die wird in den nächsten Monaten auch weitergehen. Aber ohne Jean-Claude und ohne mich. Und ich möchte Jean-Claude, meinem Kollegen und meinem lieben Freund, ganz herzlich danken. Danke für die Freundschaft, für die Loyalität, danke für die Solidarität und danke für die hervorragende Zusammenarbeit. Ich danke Ihnen, den Medien, für Ihre zum Teil harten, schwierigen, aber fairen Fragen, für die Geduld, dafür, dass Sie so lange abends und nachts noch wach geblieben sind und dass Sie auch über unsere Witze immer wieder mal gelacht haben, obwohl die gar nicht so lustig waren, um es mal offen zu sagen. Also vielen Dank. Juncker of the European Commission. Ja, lieber Donald, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich bin sehr enttäuscht über das Ergebnis, zu dem man gekommen ist nach der Debatte über die Erweiterung. In den 5 Jahren, die ich im Amt bin, oder vor 5 Jahren, habe ich dem Parlament gesagt, dass es während der 5 Jahre meines Mandats keine weiteren Erweiterungen geben würde. Das hat damals schon zu großer Enttäuschung im Westbalkan geführt. Aber es hat sich dann eben das gezeigt, was auch vorhersehbar war. Es war kein Land in der Lage, die Kriterien zu erfüllen für eine Mitgliedschaft. Nur gestern Abend haben wir etwas ganz anderes erlebt. Gestern Abend ging es ja nicht darum zu sagen, ob Nordmazedonien oder Albanien jetzt schon bereit sind, direkt der Union beizutreten, sondern es ging nur darum zu sagen, ob diese Länder mit ihrem Kandidatenstatus nun bereit sind, damit man mit ihnen Verhandlungen aufnimmt. Und die Mehrheit im Europäischen Rat hätte das gerne getan, aber einige Mitgliedstaaten waren dazu noch nicht bereit. Das ist ein großer historischer Fehler gewesen. Und ich hoffe, dass es ein punktueller Fehler war, der nicht im kollektiven Gedächtnis verbleibt als historischer Fehler. Wir haben heute dann über den Finanzrahmen für die nächsten 7 Jahre diskutiert.
Es haben sich wenig neue Elemente ergeben. Ich habe dem Rat in Erinnerung gerufen, dass die Mitglieder des Europäischen Rates verpflichtet sind, diese Debatte bald zum Ende zu bringen. Wenn wir das Ende des nächsten Jahres noch abwarten, wird man 2 Jahre verlieren. 2 Jahre, in denen Forscher nicht forschen können, in denen junge Menschen nicht am Erasmus-Programm teilnehmen könnten. Dabei ist genau das ja einer der schönsten Erfolge der Europäischen Union. Und ich bin überzeugt davon, dass der Europäische Rat da nun eben noch intensiv arbeiten muss, damit eine Einigung gelingt zu dem Haushalt, den die Kommission vorgeschlagen hat. Denn unser Vorschlag, der Vorschlag der Kommission, ist ein weiser, ein kluger, und er kombiniert die Politiken der Zukunft mit den Politiken der Vergangenheit. Es war dies nun der letzte Europäische Rat für Donald und mich selbst. Ja, und es ist überprüft worden. Und es war das der 248. Europäische Rat, nun an dem ich teilgenommen habe. Ich bin also der Einzige, der sagen kann, dass er an fast 150 Räten teilgenommen hat. Ja, und ich danke Donald für seine Freundschaft, für unsere Kameradschaft und auch für die Führungsrolle, die er übernommen hat. Wir haben gemeinsam an einem Strang gezogen, und ich danke auch Ihnen hier im Saal. Einige unter Ihnen begleiten mich ja seit Jahrhunderten schon, andere erst seit jüngerer Zeit. Und ich habe viel von Ihnen gelernt. Ich habe mit Interesse verfolgt, was Sie schreiben und was Sie berichten. Und ich glaube, Sie haben auch sehr viel für Europa getan. Ich werde bis an das Ende meines Lebens stolz darauf bleiben, Europa gedient zu haben. Ja, jetzt könnten wir Ihre Fragen hier hören. Michael? Michael Peel, Financial Times. Bundeskanzlerin Merkel hat gesagt, dass nach dem Brexit-Abkommen das Vereinigte Königreich dann ein Drittstaat sein würde und damit ein Rival. Sehen Sie das auch so? Und zweitens, ja, eine persönliche Frage an Sie beide. Wie sehen Sie denn Ihr Erbe, das Sie hinterlassen? Wie optimistisch sind Sie im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Union? Denn die Herausforderungen, also Brexit, Erweiterung, sind ja groß. Und da gab es sehr große Meinungsunterschiede und Trennlinien in der Union, die man überwinden muss, wenn das eine nachhaltige Entwicklung sein sollte. Ja, Frau Merkel hat recht, wenn sie sagt, dass das Vereinigte Königreich ein Drittstaat sein wird. Mir gefällt diese Perspektive nicht, aber gut, das britische Volk hat so gewählt. Und zu meinem Erbe, da kann ich sagen, zu meinem Vermächtnis, also wenn ich da auf alle Erfolge hinweisen würde, die ich erzielt habe, das würde viel zu lange dauern. Und wenn ich die Niederlagen dann noch hinzufügen würde, dann wären wir morgen früh noch hier. Naja, es ist vielleicht jetzt nicht wirklich ein guter Zeitpunkt, über unser Vermächtnis zu sprechen. Bei Jean-Claude würde es zu lange dauern, bei mir zu kurz. I agree totally with Jean-Claude. This is a... Ich bin völlig einverstanden mit Jean-Claude. Das ist ein ganz besonderer Tag. Also zumindest heute sind wir uns da voll und ganz einig. Thank you. Ernest Bunguri from Euronews Albania. You are both. Sie beide verlassen jetzt die Union, und Sie haben gesagt, das, was gestern passiert ist, ist ein Fehler. Ja, erkennen Sie auch an, dass es ein Fehlschlag ist, weil dann die Europäische Union ihre Verpflichtung nicht erfüllt und die Verantwortung nicht übernimmt? Ich sagte ja in meiner Einleitung, dass man nie aufgeben sollte. Ich erinnere mich noch daran, als ich begonnen habe zu träumen von einer europäischen Zukunft für mein Land. Da war ich ja 30, 35 Jahre alt.
Und ich musste über 25 Jahre warten, dass der Traum sich erfüllt. Es ist kein Fehlschlagen, es ist ein Fehler. Es geht ja nicht darum, die Regierung in Nordmazedonien und Albanien zu verteidigen. Nein, aber das ist das, was ich empfinde nach dieser Diskussion gestern. Beide Länder haben den Test bestanden und das kann ich jetzt über unsere Mitgliedstaaten leider nicht sagen. Ja, wenn die Europäische Union Respekt möchte in der Welt, dann muss sie ihre Versprechen halten. Next question, Lawrence. Thanks a lot. Lawrence Norman of the Wall Street Journal. Two questions, if I may. Ich habe zwei Fragen, wenn Sie gestatten. Erstmal zur Türkei. Es wurde diskutiert gestern Abend, aber wir haben öffentlich nicht viel über diese Diskussion gehört. Könnten Sie kurz darüber berichten? Haben Sie den Eindruck, dass die Beziehung zur Türkei jetzt an einer Wende steht und zum Schlechten hin sich entwickelt? Oder ist das nur einfach nur eine Schwierigkeit in dieser Beziehung insgesamt? Und dann zur Erweiterung. Jean-Claude Juncker, wenn Sie jetzt wirklich aber nicht recht hätten und das wirklich der Anfang ist des Endes von allen Erweiterungen, was wären dann die Konsequenzen? Ja, wenn das Ende der Erweiterungen wäre, dann müssten wir uns ernsthafter Kritik stellen. Denn wir würden erst einmal Länder ermutigen, ihnen helfen, sie besuchen. Und wir machen auch öffentlich den Ländern gegenüber Versprechen. Also ich kann nur zurückkommen auf das, was ich vorhin sagte. Wenn man Respekt möchte, muss man sich an seine Versprechen halten. Und zur Türkei, ich möchte keine Eskalation im Rahmen der Emotionen, auch möchte auch nicht provozieren. Ich möchte nicht zu neuen Spannungen zwischen EU und Türkei beitragen. Aber ich denke, die Situation ist offenkundig. Diese Art von Waffenruhe ist nicht, was wir erwartet haben. Es ist keine Waffenruhe. Es ist nur die Forderung einer Kapitulation der Kurden. Und da müssen wir dann kohärent auftreten. Wir können nur den Appell bekräftigen, die Türkei muss die Militäroffensive sofort dauerhaft beenden, die Streitkräfte zurückziehen und internationales Völkerrecht einhalten. Und das ist eben nicht das, was sich ergibt durch das, was Vizepräsident Pence und Präsident Erdogan abgesprochen haben. Und was die Erweiterung angeht, was auch die Zukunft der Erweiterung angeht, so haben Sie recht, es ist schwierig, heute optimistisch zu sein. Aber es gibt keinen Grund, von einem völligen Scheitern zu sprechen. Einige Mitgliedstaaten sind zwar weiterhin skeptisch, aber ich möchte betonen, ich sage es nochmal, eine überwältigende Mehrheit der Mitgliedstaaten war bereit, die Verhandlungen zu eröffnen. Also es ist das dann natürlich sowieso ein schwieriger Prozess mit großen Herausforderungen. Verhandlungen mit Albanien und Mazedonien sind nicht einfach. Und es ist der Moment heute eben kein einfacher. Aber man muss dennoch versuchen, auch die Dinge immer noch in positivem Licht zu sehen. Nach der Diskussion gestern haben 24 oder 25 Mitgliedstaaten gesagt, sie sind entschieden, was die Fortführung dieses Prozesses angeht. Natürlich haben wir eine komplexe Struktur und für bestimmte Dinge brauchen wir Einstimmigkeit für Entscheidungen. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass wir im Moment in einer kurzfristigen Krise nur stecken. Es ist das nicht das Ende der Erweiterungen. Und man muss die Botschaft sehen. Man ist bereit, die Diskussionen fortzuführen, um dann eine endgültige Entscheidung im Mai 2020 zu treffen. Das muss man als eine Verpflichtung für alle Mitgliedstaaten dann auch sehen. Danke. Good afternoon, Mark Papercorn, Volkskrant, Netherlands. Zum Thema mehrjähriger Finanzrahmen.
Das Ziel der heutigen Diskussion war es, eine Ausrichtung von den Staats- und Regierungschefs zu bekommen in Bezug auf die Gesamtgröße des Haushalts und die Verteilung auf die einzelnen Kapitel. Sind Sie da irgendwie weitergekommen? Haben Sie diese Vorgabe bekommen? Und wenn nicht, was geschieht dann nun? Das Ziel war ja eigentlich auch im Dezember dann eine Entscheidung fällen zu können. Ich glaube nicht, dass es im Dezember eine Entscheidung geben wird. Ich hoffe, dass die Dinge sich weiter bewegen, so dass man dann einer Entscheidung näher kommt. Aber was heute war, war eigentlich eine Bestandsaufnahme. Es wurden Standpunkte wiederholt, aber es kamen keine neuen Elemente, keine Vorgabe, gar nichts in dieser Art. Ja, und das ist die positive Note, mit der wir hier abschließen. Ich danke allen, dass Sie gekommen sind. Tschüss, auf Wiedersehen.